Noch ein erfolgreicher Flug. Das sollte ich Mr. Weeks erzählen. So, Abby Weeks. Wo ist denn der? Ist doch noch Smeet, oder? Nimm mal den Besen verbessern, bitte. Ach, das ist was so mit Sebastian und Hopkins machen. Da werde ich nicht hinfliegen, ich muss mal hier. Immer eine Schnellreise. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Hinein. Zurück von Ihrem letzten Flug? Ich will alle Details hören. Gute Nachrichten, ich krieg Stufe 2. Gute Nachrichten, Mr. Weeks. Mit Ihrer Verbesserung konnte ich einen neuen Irondale-Rekord aufstellen. Fabelhaft! Ich wusste, diese Verbesserung hat großes Potenzial. Wie machte sich der Besen? Fliegt sich gut. Bei Höchsttempo wird er etwas nervös. Und der Stiel wackelt, wenn ich in eine starke Windböe gerate. Ah, ja. Verstehe. Ich denke, ich weiß, wie ich das ändere. Danke. Sie haben was gut. Wenn das eine neue Verbesserung bedeutet, sehr gerne. Sie scheinen genauso entschlossen wie ich, das Besenfliegen zu verbessern. Es ist eine Freude, so zu arbeiten. Wenn ich recht habe, was ich sehr hoffe, dann habe ich bald gute Nachrichten. Nochmals vielen Dank. Revelio. Sprint Witches Sportbedarf. Ein Geschäft, das von dem liebenswürdigen Arby Weeks geführt wird, werden alle Arten von Sportartikeln für Zauberer verkauft, darunter auch die neuesten Besenmodelle. Arby selbst sagt, man arbeitet an einer Reihe von Besenverbesserungen. Sagt man das? Mr. Weeks und ich sind ein gutes Team. Geh mal kurz raus und geh wieder rein. Ah, wie schön, Sie wiederzusehen. Na, wonach suchen Sie heute? Nach Besenverbesserungen. Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich bis bald. Ich hoffe, ich kann es mir leisten. Was ist nun? Warten wir bis zum nächsten Morgen. Schön, Sie wiederzusehen. Na, wonach suchen Sie heute? Okay, wohl nicht. Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich bis bald. Ich brauch eh Geld für Schulaufgaben, die wir jetzt nicht machen werden. Pulse auf, das müssen wir auch noch machen. Sichtbar, da müssen wir Tränke einsammeln.
Plusgras, Kampfpflanzen. Ja, okay, da müssen wir auch kaufen. Alles klar. Und bei den jetzt mal verfolgen, den Quest. Revelio. Zonkos Scherzartikel laden. Zonkos Laden in Hogsmeade wird regelmäßig von Hogwarts-Schülern und Dorfbewohnern gleichermaßen besucht, da hier verschiedene Scherzartikel verkauft werden. Okay. So geht's natürlich auch. Hengis von Woodcraft. Die Statue zeigt Hufflepuff Hengis von Woodcraft, angeblich der Gründer des Dorfes Hogsmeade, nachdem er von einem Muggelmob aus seinem Haus vertrieben wurde. Ha, ein Hufflepuff. Man sieht die Statue kaum vor dem Baum. Geht ja beinahe unter. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Oder hinaus. Aber hier können wir fliegen. Egal, die laufen wir zu Fuß, die paar Meter. Kobolde hier. Und dann haben wir das Lager schon aufgeräumt. Wer hier wohl wohnt? Einige. Ich vermisse das geschäftige Treiben. Hallo, Madame Beaumont. Gute Nachrichten. Ich habe mich um Renrocks Lager gekümmert. Sie haben sie davon gejagt? Wie? Ich konnte sie überrumpeln. Ich wünschte, mein Bruder hätte das vermocht. Dann wäre er vielleicht noch bei mir. Ich bin Ihnen wirklich dankbar. Sie haben für Bardolph getan, was ich nicht konnte. Sie haben unser Dorf gerettet. Das werde ich Ihnen nie vergessen. Ich habe wirklich Angst um die anderen Dörfer. Renrock und seine Leute sind anders als alle Kobolde, die ich je gesehen habe. Ich sollte jetzt gehen. Danke. Danke vielmals. Wirklich. So, Quest abgeschlossen. Da müssen wir noch Hi sagen. So. Wie sieht's mit Aufträgen aus? Wird sich langsam leerer. Okay, die Mond-Demigel-Sache, die machen wir am Stream. Und ein Schatz anhand der Schatzkarte mit fliegenden Kerzen. Und Pippin. Das ist wieder
zwingt wieder nach Koboldangriff. Machen wir das. Nee, da gehen wir später hin. Dann befinden wir die ja. Schatzkarte mit den Kerzen. Aha, hier. Das ist der verbotene Wald, wie es ausschaut. Ah nee, das muss hier sein. In der Nähe. Die Kerzen. Ist das nicht aus diesem Dorf? Das mit den Kerzen haben wir, glaube ich, eine Brücke haben wir hier bekommen. Zweifellos schon lange verlassen. Da ist eine Brücke. Das ist ein Tor, das ist definitiv der Eingang zum verbotenen Wald mit den zwei Warnschildern. Das ist der Wald, die Brücke und dann ist definitiv der verbotene Wald. Kannst du mir nicht erzählen. So, hier haben wir noch einen Talentpunkt auszugeben. Hier und muss den nächsten Slot. Mehr Zaubersprüche einsetzen im Kampf. Genau so. So, was haben wir hier noch nicht aktiviert? Erfahrung können wir noch gebrauchen. Expelliarmus. Dann war eigentlich schon fast alle drin, die wir aktuell besitzen. Der ist drin. Da. Haben wir drin. Nummers. Dann haben wir bis auf die hier. Da können wir den letzten Slot noch mit voll machen. Dann war das. Wenn wir Bild wechseln. Breite Bandbreite. Und Zauberern, die wir gleichzeitig einsetzen können. Ich setze hier bloß nicht ein. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Genau hier. Die meiste Zeit nutze ich ja nur die Standardzauber und Protegen. Einfach draufhauen. Hier, dann durch die Brücke. Oder erstmal durch die Brücke, dann dort. Ich glaube, ihm verbunden weit, das war die Brücke und dann haben wir dort irgendwo Herzen. An der Brücke.
Das sollten wir vielleicht nachts machen. Wo ist denn hier eine Brücke? Vor allem so eine elegante Brücke. Ah, da drüben. Das wird so sein. Hast du dein Testament geschrieben? Ein Schloss? Muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Wo sind die Lichter gerade hin? Um den Sieg zu teilen. Incendio! Ja, was ist jetzt mit den Kerzen? Eine Brücke haben wir hier in der Nähe. Aha. Kerzen, Wald und eine Brücke. Den Wald und die Brücke haben wir schon gefunden. Und das Ding, die hier ist. Sieht eigentlich nicht so sehr danach aus, aber. Blutige sammeln. Hier haben wir sie doch. Sie sieht ein bisschen anders aus, aber okay, Lumos müssen wir wahrscheinlich einsetzen auf der Brücke. Ich sehe keine Kerzen. Du musst am Tag so ein bisschen. Rebellion. Ein bisschen ineffizient. Eine Brücke muss ja am Fluss sein.
Dann gehe ich mal hier weiter. Vielleicht finden wir noch eine andere Brücke. Zum Beispiel die da oben. Auch hier keine Kerzen. Jetzt sollten wir uns mal einen Straßenköder einfangen. Eine Hütte hier. Gott. Wie viele Brücken soll es hier noch geben? Und die haben alle noch nicht so ausgesehen, als wären sie die richtigen. Gehe ich direkt ins Wirtshaus. Wir können natürlich bis zum Quell spazieren. Hey, was denkst du, was du da treibst? Du bist die Rotznase, die Treadwell gerettet hat. Guter Trick. Was hast du getan? Komm rein, wir essen uns. Die Tierwesen sind jetzt sicherer. Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlins. Die man nicht verstehen. Lass sie mal aus gerade. Weiß nicht, ob wir den Schatz anhand der Schatzkarte noch finden werden. Wir sind jetzt hier gleich fast wieder oben. Und schon lange nicht mehr im Wald. Kann es hier noch eine Brücke geben? Bis dann sehe. Muss Ende der Brücken hier sein oder die Brücke, die dort. Außerhalb des Waldes ist. Die Erben brauchen wir gerne. Dann muss es Nacht sein. Ich habe keine Ahnung. Herzen wären nachts schon eher angebracht. Da wird eher die untere gemeint sein mit. Kerzen sehe ich hier noch keine. Lumos. Mal schauen, was deine Leiche in den... Geschickt. Irgendwann wirst du kämpfen.
kämpft doch schon. Wenn das mal nicht Lorenz. Geld. Da ist eine Brücke. Mit Kerzen habe ich noch keine entdeckt. Lumos. Ja. Die Brücke, das sieht auch nach einer hübscheren Brücke und einer außerhalb des Flutenballs aus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat schon bessere Tage erlebt. Und wir haben Eichhörnchen. Bin hier nur am Rumhusten. Nein, ins Spinnnetz wollen wir nicht rein. Ah, sind das Kerzen? Ne, nur Laternen, oder? In der Tiana. Na, das sieht doch nach der Brücke aus, gesucht war. Alles verboten, Wald. Liebesbrief. Mein liebster Apollonia, würdest du dich mir zu einem Picknick anschließen? Ich weiß, dass du eine hervorragende Pastete aus Cornwall fast so sehr magst wie einen guten Krimi. Ich hoffe, dich bald wiederzusehen, dein Richard. Lumos. Und Kerzen hier. Nicht die leiseste Spur von Kerzen. Aber ein großartiges Schloss. Ach ja. Was nun? Da fällt mir dann wirklich nichts mehr ein. Die Brücke? Ich
Okay, müssen Kerzen sein, also ungefähr dort, wo wir stehen. Du musst uns da weiterhelfen. Ich sehe nicht eine verschissene Kerze. Lumos. Ich esse nicht mal Scheiße. Wo soll hier irgendwas sein? Lumos. Ach, erzähl mir nicht. Wohin mögen die führen? Erzähl mir nicht. Natürlich in den verbotenen Wald. Die Kerzen scheinen in den verbotenen Wald zu führen. Ach. Das hat ja was, fast schon was Gruseliges. Flammende Kerzen, fliegende Kerzen. Bei Nacht flammende stimmt auch. Der Schatz muss in der Nähe sein. Ein Picknick im verbotenen Wald halten manche vielleicht für romantisch. Die Schatzsuche liegt mir. Ein Schal. Okay. Das ist wahrscheinlich ein Aussehen von einem Schal. Der hier. Dafür haben wir das gemacht. Okay. Ja, gut. Talentpunkt haben wir noch keinen. Dann würde ich mal grad sagen, das machen wir im Stream. Das schiebe ich weiterhin auf. Dann sind wir für die Aufnahme erstmal. Können wir hier noch das schöne Plätzchen angucken. Sind wir fürs erste durch. Wir sammeln in den kommenden Streams wahrscheinlich noch weitere Nebenquests ein. Sobald ich dann. Wie reinblütig sind die Messer hier im Zaubern? Ha, warum versuchen das Schlammblüter überhaupt? Das Ministerium sollte alle Muggelschlimmerinnen zusammentreiben und sie verhören, woher sie ihre Magie haben. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, ein Squib oder ein Schlammblut. Verdammt, was ist denn? Kreuzung, aber das wieder aber. Wollte Hauselfen, ich finde sie alle widerwärtig. Ich rieche Schlammblut. Nachts im Boden verbunden, weil hört mal, was die sagen. Und hört nicht, was die sagen. Das Ringo! Azkaban entlassen wurde. Diggory legt einen Friedhof auf der Insel an, als ob so der Gerechtigkeit Genüge getan würde. So viele sind dort verstorben. Das Ministerium will angeblich schon seit Jahren die Dementoren ersetzen, aber es ändert sich nichts. Schnell weg hier.
Auf nach Hogwarts. Wow. Oh, Sturzflug. Das war nicht ganz so elegant. Mal schauen, ob ich schon aus, wenn ich den Weg zum Hufflepuff-Gemeinschaftsraum finde. Ich meine, hier ging es lang. Ihr Handbuch ist ja fertig. Jo, ich bin hier schon zu Hause. Kleiner Snack. Ich finde schon ganz von selbst den Weg. Den Hufflepuff-Gemeinschaftsraum. Und dann platziere ich mich mal hier hin, wo ich im letzten Stream aufgehört habe. Ungefähr hier. Hat sich natürlich einiges vergessen, hat sich einiges getan seit dem letzten Stream, aber. Stream beginnen wir trotzdem an derselben Stelle. Ja, na dann.